und einen schönen guten Morgen. Ich bin Alexander von Ultra Experience und heute ist ein ganz besonderer Tag. Es ist nämlich meine letzte Chance, auf meine Halbmarathonstrecke zu gehen. Und es ist mir damit verbunden, ich ziehe um und werde somit eine neue Gegend dann vor meiner Haustür haben. Darum heute nochmals genießen. Das ist auch die Entscheidung, warum ich heute nur einen Kaffee zum Frühstück genommen habe, weil ich das einfach auch mal ausprobieren wollte. Also selbe Strecke, einfach nur mit einem Kaffee. Viel Spaß! So, erste 5 Kilometer hinter mir. Einfach ein wunderschöner Tag wieder heute. Bisher geht es eigentlich noch gut, also ich bin schon leerer Magen. Aber bis jetzt hat das tipptopp hin. So, ich bin kurz vor der Kehrtwende und auf dieser Strecke werden es immer viele Höhenmeter. Darum bin ich gespannt, wie das nun jetzt geht. Bis jetzt alles noch top. Steilen Abschnitt, den habe ich jetzt hinter mir. Jetzt heißt es einfach noch 10 Kilometer, 300 Höhenmeter und dann bin ich wieder im Ziel. Und mir geht's fantastisch. Ich bin im Ziel. Ja, ein weiterer Halbmarathon ist Geschichte mit dem Kaffee als Frühstück und mit einer Bestzeit, würde ich jetzt mal behaupten. War mit 2:01:30 wieder hier. Habe dazwischen mal eine Pause gemacht, also musste eine Pause machen wegen dem Verkehr. Das heißt, da habe ich nochmals ein paar Sekunden gut. Also ich rechne mit 2:00 irgendwas. Ich bin sehr zufrieden und zum anderen, wie gesagt, überrascht. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass mein Körper sich viel mehr auf einfach das nur in Anführungszeichen das Laufen konzentrieren konnte und weder noch was zu verdauen hatte, noch sonst was machen musste. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Probier doch auch mal aus. Vielleicht nicht gerade ein Halbmarathon, aber ein Lauf ohne Frühstück. Ich sage dir, es lohnt sich. Bis ein andermal. Dein Ultra Experience.